Also mir persönlich macht sehr viel Spaß. Also es ist ja eine neue Herausforderung, weil ich zu Hause ja eigentlich eher Western reite und mir es auch selber beigebracht habe. Ich bin viel ohne Sattel früher geritten und jetzt habe ich aber Steigbügel. Und nee, also mir macht sehr viel Spaß. Es ist eine neue Herausforderung, an der man sich so festbeißen kann. Und ja, es ist auch irgendwie ganz schön, das mal alles ein bisschen professioneller noch zu lernen. Und natürlich auch Lina ist eine tolle Reitlehrerin, die sehr viel Geduld mit mir auch hat. Mit welchem Gefühl fährst du zum ersten Drehtag, zum ersten Mal zum Set? Auf jeden Fall besser. Ich hoffe natürlich, dass die Pferdetrainer bemerken, dass ich geübt habe. Aber nein, eigentlich, ich freue mich total auf den Dreh. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Pferdeszenen und ich denke, ich werde auch am Set reiten können. Also halt Reitstunden am Set nochmal bekommen und da mich nochmal auf die Pferde natürlich genauer einstellen. Also wir hatten die Aufgabe, den leichten Sitz zu üben, da wohl Szenen sind, in denen sie halt den leichten Sitz braucht. Und es ging einfach darum, den noch ein bisschen zu festigen. Die Lea hat ja schon von früher einen sehr guten Grundsitz und eine gute Mittelpositur, die gut mitschwingt und ist da sehr sattelfest. Es ging einfach nur, um das so ein bisschen zu verfeinern, den besser abzurufen zu können, schneller abrufen zu können und einfach ja, da ein bisschen sicherer da, also Sicherheit dort auf jeden Fall zu bekommen. Sie hat erzählt, sie ist viel ohne Sattel geritten. Das stärkt natürlich so dieses Gleichgewicht im Pferd. Und sie hat ein unheimliches Gefühl für die Pferde. Also sie stellt sich schnell auf das jeweilige Pferd ein. Das haben wir auch geübt. Wir haben verschiedene Pferde geübt, um einfach ja, sich schnell auf ein Pferd einstellen zu können. Und das hat sie gut gemacht, also hat sie gut gemeistert. Man hat auf jeden Fall mehr Zeitdruck. Ich sag mal, wir hatten ja jetzt eine Anzahl an Stunden, in denen wir unsere Aufgaben hatten, die wir abarbeiten müssen. Ich sag mal, sonst haben wir hier eher Reitschüler, die kommen hierher, möchten reiten lernen, setzen sich Ziele, aber das Ziel ist meistens ein Jahresziel oder ist ein Ziel, was man im Monat oder im halben Jahr, aber eigentlich nicht in so einem kurzen Zeitraum erreichen möchte. Das ist eigentlich Und der es ist ja schnell vorbei, Hauptunterschied. haben Sie das Gefühl, dass das Ziel wurde erreicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sie fühlt sich sicherer, sie fühlt sich einfach in dem bestätigt, also sie macht das so intuitiv schon sehr richtig. Und ich glaube, sie fühlt sich jetzt bestätigt in dem, was sie tut und fühlt sich einfach sicher, das zu machen oder auf dem Pferd zu agieren. Und man merkt, dass sie es sehr, ja, sehr sicher ihre Hilfengebung jetzt setzt. Ja, die macht ein sehr gutes Bild auf dem Pferd. Die hat auch eine schöne Reiterfigur, macht ein gutes Bild. Und jetzt im sportlichen Sinne, wie ich es sehen würde, da wäre natürlich noch einiges, aber das ist ja in dem Moment gar nicht gefragt. Zum einen geht es um die Optik, aber auf der anderen Seite geht es auch um die Sicherheit, dass man sattelfest ist und die Situation, ein Pferd ist ja immer auch etwas unberechenbar, dass sie da eine Sicherheit, hat und nicht bei leichten schon runterfallen würde. Ja? Deshalb geht es um die sicher im Sattel zu sitzen.